Heyo und willkommen zu diesem Vlog aus meinem Februar und meinem März. Ist also schon ein bisschen her, aber ja, ich lade ja gerade noch alles hoch, was ich mal gefilmt habe und einfach nicht geschnitten habe. Und das ist die Zeit, in der ich meine letzten Klausuren geschrieben habe und meine Kommunikationsprüfung hatte und mich so langsam auf mein Abi vorbereitet habe. Deshalb ja, wollte ich den auch gerne hochladen. Vielleicht sind ja auch irgendwelche Tipps für euch drin, falls ihr jetzt gerade auch in der Situation seid. Und ansonsten waren mir immer viele kleine Momente, die ich einfach mitgefilmt habe dabei. Ich war auch wieder ein bisschen unterwegs. Ja, das seht ihr jetzt alles. Deshalb würde ich sagen, viel Spaß mit dem Vlog. Ich finde es irgendwie krass, dass jetzt schon das zweite Wochenende in Folge, dass wir einfach richtig nice Sonne draußen haben. Das ist irgendwie wie letztes Jahr, dass wir gefühlt Frühling schon im Februar haben. Aber ja, kann man so lassen auf jeden Fall. Es wird irgendwie eh keinen gescheiten Schnee geben, glaube ich. Ansonsten bin ich gerade dabei, Sachen für die Abi-Zeitung zu machen. Es klingt zwar so, als ob es schon mega früh wäre, aber eigentlich sind wir schon richtig, richtig spät dran. Wir haben noch nicht mal unser Abi-Motto jetzt irgendwie komplett fertig festgelegt. Und ja, deshalb bin ich da jetzt dran und wir machen gerade, schauen, was wir erst in den Checkbrief reinmachen. Schauen, dass jeder Berichte über seine Kurse schreibt und machen Rankings und sowas. Ja, und keine Ahnung, mir macht das halt mega Spaß und ich freue mich schon. Am Ende dann so das Ergebnis irgendwann in der Hand zu halten und eben auch unsere ganze Zeit in der Kursstufe eben festhalten zu können. Ja. Und dann habe ich morgen ja einfach schon Kommunikationsprüfung und ich habe mich jetzt eine Woche lang darauf vorbereitet. Und irgendwie, klar, ich bin nervös und stress mich so ein bisschen, aber gleichzeitig weiß ich, wir haben schon sehr lange dafür geübt. Und wir machen es ja auch eben mit unserer Lehrerin zusammen, die die Themen aussuchen durfte. Das heißt, sie weiß ja auch, was wir gut können und ja, deshalb versuche ich das so locker wie möglich zu sehen. Ich bin gut vorbereitet. Ich mache das mit einer meiner besten Freundinnen, was natürlich noch nicer ist, weil wir halt wissen, worüber wir am besten reden können und wo wir so, ja, gemeinsame Gesprächspunkte dann immer finden können. Ja, also ich bin gespannt auf morgen und ja. Ich habe irgendwie voll vergessen, davon dann zu erzählen, aber die Kommunikationsprüfung lief mega gut. Und das, obwohl wir eigentlich so ein Thema hatten, über das wir gar nicht geredet hatten und das auch an sich nicht so nice war, um drüber zu reden. Und obwohl ich, wie jedes Mal, egal bei was, so nervös war. Ich kann es halt einfach nicht abschalten, aber ja, es lief dann trotzdem voll okay und wir haben eine richtig gute Note bekommen. Ja, also ihr müsst euch da wirklich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, gar keine Gedanken drüber machen, weil ihr genug Zeit haben werdet, euch da drauf vorzubereiten. Wenn ihr schon vornherein wisst, dass ihr nicht so gerne redet oder noch nicht so die Übung habt, dann kann ich es echt nur empfehlen, dass ihr einfach ein bisschen mehr mit eurer Partnerin oder eurem Partner übt. Ja, damit ihr einfach so in den Flow reinkommt bis zur Prüfung hin. Ja, ihr solltet auch genug Zeit haben, einfach um euch darauf vorzubereiten. Ich war gerade einkaufen und habe ein paar Äpfel für einen Apfelkuchen, den ich nachher noch backen will, geholt. Und ja, dann noch Cliff Bars als Geschenk. Schnee gab es wie immer irgendwie nicht so viel in diesem Winter. Und deshalb sind wir irgendwann noch in den Schwarzwald gefahren und erstmal nach Freiburg und dann noch hoch ins Schauinsland, wo ich wirklich meinen einzigen Schnee dieses Jahr gesehen habe. Also das war ja ziemlich krass.
auf Deutsch. Wir sind junge Klimaaktivistinnen in der Ukraine und wir haben Angst. Ich dachte, ich gehe mal wieder so ein Mini-Pflanzen-Update. Inzwischen haben meine Avocado-Kerne über die Ferien nämlich ausgetrieben. Und auch die Pilea ist einfach mega groß geworden schon. Und dem anderen Avocado-Bäumchen geht es ja sowieso ziemlich gut. Also Montage sind wirklich so meine entspanntesten Schultage. Ich glaube auch meine Lieblingstage in der Woche wirklich. Also abgesehen vom Wochenende dann. Weil ich einfach nur 6 Stunden habe. Und wenn es gut läuft, fällt sogar noch was aus. Dann habe ich noch weniger. Und dann dementsprechend habe ich schon um 1 aus. Und ja, es ist noch hell und ich habe Licht in meinem Zimmer, was ich sehr cool finde. Und auch bin ich irgendwie jeden Montag dann immer wieder motiviert, um irgendwie halbwegs produktiv zu sein. Heute lerne ich für die Chemieklausur. Das ist einfach meine letzte Chemieklausur für immer. Das ist ein bisschen crazy. Also damit fängt dann auch meine Klausurenphase wieder an. Aber ich finde es ganz nice, weil ich dementsprechend auch schon was fürs Abi wiederholt habe. Und ansonsten werde ich heute mal schauen, dass ich endlich mal anfange, mein Visa zu beantragen. Und ich wollte auch mir Gedankentour machen, ob ich mich für ein Praktikum wo bewerbe. Und noch eine Sache, die ich endlich mal wieder angefangen habe, ist Lesen. Ich bin ja immer so, dass ich so meine Hobbys habe und je nachdem immer mal wieder irgendwas anderes mache. Und jetzt bin ich gerade wieder in meiner Lesephase, was vor allen Dingen daran liegt, dass mir eine Freundin so eine coole Website empfohlen hat, wo man alle seine gelesenen Bücher tracken kann und dann auch so Statistiken bekommt und sieht, was die anderen gerade lesen. Und ja, deshalb bin ich gerade ein bisschen motiviert und ich habe auch noch ein paar Bücher rumliegen tatsächlich, weil normal lese ich sonst alle meine Bücher immer digital, meistens auf meinem Handy, weil dann habe ich sie halt immer dabei, was ziemlich nice ist. Ja, und wie gesagt, habe ich jetzt diesmal tatsächlich Bücher, die sogar rumliegen. Das ist zum Beispiel das, was ich gerade lese. Das ist Unravel Me. Und davon habe ich den ersten Teil einfach in der 8. Klasse gelesen, weil ja, ich mir da in England das Buch gekauft habe. Tatsächlich, weil ich das Cover richtig nice fand, aber das Buch ist so mega gut und das ist ja eine ganze Reihe. Und ich dachte mir, es wird mal Zeit, dass ich das weiterlese. Und ja, das ist gerade so mein Plan. Finde ich sehr nice. Wie gesagt, ich habe immer mal wieder meine Phasen, in denen ich lese. Und früher war ich eigentlich übelst der Bücherwurm, nur da reicht mir wirklich die Zeit einfach nicht mehr dafür. Ich würde gerne wirklich mehr lesen, aber... Irgendwie mag ich das voll immer kurz zu filmen, bevor ich so in die Schule gehe, weil einfach das Licht am besten ist jetzt. Und was ich erzählen wollte, ich war ja im Urlaub und ich habe einfach Mate gefunden, das ich noch nicht davor gesehen habe. Und ja, also ihr wisst ja, das einzig wahre Mate ist Club Mate, aber ich probiere mich immer wieder durch. Finde ich ganz cool. Und ich war gestern einfach Burger essen und zwar an meinem Lieblings-Vegan-Restaurant und ich war zuletzt vor 4 Jahren da, was richtig krass ist. Wir wollten immer spontan vorbei und dann war schon alles reserviert. Aber ich bin endlich da und ja, ich liebe es einfach. Ich wirklich, ich und Hipster-Restaurants, das ist schrecklich. Ich habe gerade damit angefangen, meinen Reisepass zu beantragen. Das geht ja zum Glück ganz einfach über die Immigration-Seite von Australien. Und ja, ich finde das gerade richtig aufregend. Ich habe auch einfach meinen Reisepass seit Neuseeland zum ersten Mal wieder rausgeholt und ja, ich finde ja immer, Vorfreude ist die beste Freude und das trifft jetzt einfach wieder voll zu. Eine Sache, die noch voll wichtig ist, wenn ihr vorhabt, nach Australien zu fliegen, ihr könnt das Visa einfach erst beantragen, sobald ihr 18 geworden seid. Das ist nämlich, also das wussten wir davon nicht,
Und zwei von meinen Freunden, die werden halt erst noch 18. Und ja, dementsprechend müssen wir jetzt noch warten, aber es ist zum Glück so, dass es dann passt, dass wir jetzt schon mal halt den Flug buchen können und sie dann erst später das Visa beantragen. Aber also klar, die Regelung, die ist so doof, weil dann musst du wirklich halt, ja, wenn du das perfekt 18 werden würdest, kurz davor, wird es ja richtig knapp, aber ja, ich hoffe mal, dass, ja, falls überhaupt irgendjemand von euch das geplant hat, dass es dann passt. Die ärztliche Tätigkeit. Die Anatomie, damit möchte ich auch schon schließen. In der Entwicklungspsychologie geht es um den Erwerb von kognitiven Fähigkeiten. Bis ins Alter geht es darum, wie verändern wir uns eigentlich, was sind so typische Entwicklungsschritte, die wir alle vollziehen oder auch nicht. Genau. Ich schreibe jetzt einfach meine letzte Mathe-Klausur vom Abi. Es ist schon ein richtig komisches Gefühl. Ich freue mich gleichzeitig auch irgendwie drauf. Oh, ich finde es so krass. Es wird einfach Frühling und ich liebe es sehr. Ich habe mir ja zum ersten Mal seit ungelogen, glaube ich, 4 Jahren Bücher bestellt, als ich gebraucht. Und ja, sind angekommen. Ich habe mir nämlich zum einen eben Crooked Kingdom geholt. Das ist der zweite Teil von Six of Crows. Ich habe den für 2 Euro gefunden und deshalb dachte ich, bestelle ich den auf jeden Fall. Weil eigentlich habe ich nämlich 2 Bücher von einem Freund von mir bestellt. Und noch was, ich habe angefangen, meine Playlists ein bisschen mehr zu sortieren. Das kann man ja ganz gut da drüben machen. Und dann ist mir aufgefallen, ich höre ja eigentlich immer nur so monatsweise Playlists. Und dadurch gibt es so manche Lieder, die ich halt gar nicht mehr höre, wenn ich sie nicht in meinen Lieblingssong habe. Und da ich ja auch so ein paar Artists habe, die ich ziemlich gerne höre, dachte ich mir, mache ich einfach nochmal eine Playlist mit den besten Liedern von denen. Und das ist jetzt das ganze Stück. Und ich finde es ziemlich nice, weil das ist gleichzeitig auch so ein bisschen für jede Mood oder so eine Playlist. Weil jeder Künstler hat ja so seinen eigenen Stil und seine eigene Stimmung. Finde ich sehr cool. Bei mir geht das Bubble-Ding nicht durch. Ich kann es echt nicht. Ich gehe jetzt gleich wieder zu den Mathe-Abi-Vorbereitungsstunden von unserer Lehrerin. Und das Gruselige ist, ich habe für Chemie eigentlich schon alles wiederholt, aber für Mathe, seitdem wir die letzten Mathe-Vorbereitungssachen da hatten, habe ich tatsächlich nichts gemacht. Deshalb wird es langsam echt Zeit. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt einfach alle Leistungskursklausuren durch. Und das nächste, was wir da schreiben, also wir werden dann nie wieder eine Klausur schreiben, sondern einfach nur noch unser Abi. Und die Vorstellung ist leicht gruselig. Ja, und dann sieht man noch im Hintergrund unser Mirabellenbaumflüht. Und das heißt, es ist eigentlich schon fast Frühling und das Wetter ist auch im Moment die ganze Zeit richtig gut. Deshalb bin ich dementsprechend auch gut gelaunt und keine Ahnung, ich freue mich einfach auf besseres Wetter und ja. Und was ich auch immer sehr lieb ist, wenn man eigentlich den ganzen Tag gelernt hat und dann abends spontan, weil das Wetter nice ist, sich noch mit Freunden trifft auf einer Bank. Die kam heute doch nicht an, jetzt kommt's Montag. Und was für ein Tag ist das? A52S. Okay, keine Ahnung. Ich kann aber hinten nach hinten gehen.
Bisschen sperrig, würde ich mal behaupten. Hat es nicht sogar irgendwie. Schon so ein recht organisierter Mensch und mache mir immer hier so online To-Do-Listen, dass ich halt vom PC und auch vom Handy benutzen kann. Und ja, ich bin jetzt auf die Idee gekommen, dass ich mir auch mal so eine Wand mit Post-its mache, weil ich wirklich so einige Sachen habe, wo ich schon fast keine Übersicht mehr habe, gerade so aufs Abi bezogen. Deshalb schreibe ich mir jetzt eben ein paar Post-its und klebe die, glaube ich, einfach an meine Tür dran. Ich habe jetzt alle Sachen, die ich noch machen muss, fertig und wie ihr seht, es sind echt einige. Und jetzt mache ich nur noch so Kategorien dazu als Überschrift praktisch. So to do, working on it und dann fertig oder sowas. Ja. Also ich finde, es kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich habe da jetzt die drei Sachen und dann habe ich hier an meinem Schreibtisch noch die Sachen eben, die ich bis morgen machen muss, damit ich sie gleich sehe, wenn ich am PC gehe oder so. Gestern war übrigens noch mega schön, wie eigentlich immer, wenn wir zusammen Sonnenuntergang anschauen. Was ich voll vergessen habe zu erwähnen, ich nehme mir wirklich immer Tee mit, egal wie warm oder kalt es ist. Gestern war einer der kälteren Tage und was ich auch immer mache, ist mich definitiv zu kalt anziehen. Ihr habt es ja gesehen, ich hatte nur meinen Top und die Jacke drüber. War nicht optimal, aber irgendwie, ich bleibe dann trotzdem immer so lange, bis wirklich meine Hände komplett abgefroren sind. Ja. Und heute, ja, lerne ich vor allen Dingen und habe sie ja vorhin gesehen, habe hier die Wand gemacht. Und was ich vorhin auch noch gemacht habe, ist Mate ausgeliefert zu einem Kumpel von mir, der gerade in Quarantäne hockt. Ja, finde ich ganz witzig. Heute ist Freitag. Und endlich mal wieder globaler Klimastreik. Das heißt, ich gehe jetzt 2 Stunden in die Schule, dann auf den Streik und dann nochmal 2 Stunden zurück in die Schule, um eine Bio-Klausur zu schreiben. Aber ja, ich freue mich richtig. Ich war schon wieder seit September nicht auf einem Klimastreik. Stadtgrenze nicht zu überschreiten. Von erneuerbaren Energien 100% sind wir aber noch weit entfernt. Und dann haben auch so langsam die Ferien angefangen und es war Zeit, dass ich ja, ein bisschen mehr fürs Abi lerne. Da habe ich aber auch mitgefilmt, also ja, wenn ihr das gerne schauen wollt, das kommt als nächster Vlog online. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.